Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt, diesmal zu Rocket League auf der Nintendo Switch. Seit genau am 14.11.2017 gibt es nun Rocket League auf der Switch. Und was wir hier als erstes machen müssen wir erstmal... Ja, das liest sowieso keiner durch. So gehen wir direkt auf Akzeptieren. Und dann sind wir nun hier an diesem wunderbaren Menü, was eigentlich sogar jeder kennt. Und ja, ich hab's ja schon auf dem PC. Also kenne ich mich mit dieser Materie auf jeden Fall sehr gut aus. Und ja. Wir werden auf jeden Fall Rocket League erstmal schön anzocken. Aber es wird ab und zu so ein paar Livestreams davon geben oder so. Deswegen, ja, machen wir das gerne. Vielleicht auch ab und zu mal so ein paar Videos so Rocket League mäßig. Mal schauen, ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen. Aber was wir auf jeden Fall erstes machen, wird jetzt erstmal etwas lame. Gebe nur ganz kurz das Tutorial durch. Und dann machen wir mal ein, zwei Runden und so. Und dann mal schauen, was das so Ganze wird. Schwierigkeitsgrad. Ach komm, mach mal gleich Fortgeschrittene hier. Wir haben ein paar Skills vorhanden, also passt es auf jeden Fall schon. Willkommen im erweiterten Tutorial. Im folgenden Tutorial erlernst du erweiterte Features von Rocket League. Seitlich ausweichen. Verwende den linken Stick und drücke zweimal B, um in die Richtung des Balls auszuweichen. Okay. Ja, das war easy. Seitlich ausweichen. Okay, nochmal dasselbe, nur in einer anderen Richtung. Ah, für die Skiller hier, oh, auf jeden Fall, ne? Ausweichen und beschleunigen. Verwende den linken Stick und drücke zweimal B, um nach vorne auszuweichen. Verwende diesen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub, um den Ball in das orangene Tor zu schießen, bevor das andere Battlecard den Ball erreicht. Okay. Also quasi... So oder was? Ach, okay. Ey, ist ja auch mega geil. Das, diesen Boost quasi zum Ausweichen benutzen, habe ich sehr, sehr selten benutzt oder so, weil ich damit nicht so richtig klargekommen bin. Aber okay. Doppelsprung. Drücke B und springe. Drücke erneut B, um höher zu springen. Fahre vorwärts und springe, um die Bälle auf den Boden schießen zu können. Yay. Also, so oder was? Okay. Und das müssen wir jetzt mit den anderen Bällen jetzt genauso tun. Okay. Warte mal. Ich bekomme es noch hin. Keine Bange. Dauert zwar noch ein bisschen, aber es geht schon. Aber ich kann keinen Boost benutzen. Das ist scheiße. Okay. Haben wir noch die zwei? Okay, wenigstens ansatzweise getroffen. Ja. Ja, so halbwegs, das kann man noch so gelten lassen. So. Raketenflug. Drücke B, um zu springen. Richte dich mit L nach oben aus und halte A gedrückt, um zu fliegen. Verwende den Raketenflug, um die Bälle auf den Boden schießen zu können. Okay, das werde ich irgendwie hinbekommen. Achso, die sind überall, oder was? Okay, das ist jetzt etwas knifflig. Okay, ich hab wahrscheinlich nicht den Ball doch getroffen. Aber dann nur leicht angeschliffen. Ja, okay, besser als nichts, ne? Ah, verdammt. So, wo ist denn der Ball? Hier, komm. Ich krieg dich. Wenn ich es hinbekomme. Ja, so halbwegs. Okay, gut. Irgendwie ansatzweise. So, jetzt nur noch du. Verdammt. Ist aber schon schwierig, ne? Und komm, jetzt aber. Ja. Auf jeden Fall habe ich ihn irgendwie getroffen. Wunderbar. Jetzt haben wir ja alle, ne? Ja. Ein weiteres Tutorial abgeschlossen. Glückwunsch. Du beherrschst jetzt
Erweitere Features von Rocket League. Freies Spiel. Ach nee, müssen wir nicht unbedingt machen. Machen wir direkt. Hätte ich auch gleich das ganze Tutorial auch machen können, ne? Komm, dann machen wir noch. Ist jetzt ein bisschen doof. Machen wir noch das Einfache. Noch auf die Schnelle. Und dann machen wir ein paar Runden. Und ja. So, dann nochmal ein normales Tutorial. Bewegen mit dem linken Stick. ZR Vollgas. Naja, ist ja kein Thema. Das ist. Ja, das ist easy. Das habe ich ja gerade eben gemacht. Das ist ja kein Problem. Den Sprung, den haben wir ja gerade eben im erweiterten Tutorial gemacht. Oh Mann, war das dämlich. Fahren wir mal zurück. So. Man muss aber dafür auch sagen, ich bin ein richtiger Rocket League Noob. Also, so ein richtiger Skiller bin ich jetzt nicht. Ausweichen. Na, okay, gut. Haben wir gerade eben gemacht. Alles wunderbar. Ja, und das sind diese. Okay, halt. Raketenboost, wie sie halt heißen. Ich sag immer, wenn man Turbo Boost dazu, aber das passt auch schon. Das Fahren über den Boost füllen, dann lädt deinen Boostzähler auf. Halt da gedrückt, um deinen Raketenboost zu aktivieren. Fahre geradeaus und halte A gedrückt, um deinen Raketenboost zu aktivieren. Schieße den Ball in das orangefarbene Tor. Ja, easy going. Okay. Hm. Das ist für die Ballkamera. Mit X. Können wir also immer wieder wechseln. Ja, gut. Gut, dass es wenigstens zwei Perspektiven gibt. Einfach so, normal. Und dann halt extra für die Ballcam. Da passt das auf jeden Fall. Power Drift. Hm? Okay, das ist mir neu. Halte Y gedrückt, um einen Power Drift auszuführen. Fahre bis zur markierten Stelle und mache einen Power Drift, während du mit L steuerst, um eine Kehrtwende zu machen. Fahre dann zurück zum blauen Ziel. Ich glaube, das müssen wir schon hinbekommen. Ja, okay, gut. War zum Glück jetzt nicht so schwer. Ja. Okay, somit haben wir jetzt auch das Tutorial auch davon abgeschlossen. Nein, freies Spiel müssen wir jetzt nicht machen. Und ja, ich hätte auch gleich normal machen können und dann fortgeschritten. Ist ein bisschen dämlich, aber egal. Aber gut. Ausstellungsraum, ja, das kennt man ja. Kann man die ganze Liste sehen hier, die man hier. Also die ganzen DLC-Cars. Ich habe mir schon ein paar gegönnt, muss ich ehrlich zugestehen. Deswegen, ja. Na gut. Wir haben ja hier sowieso noch was zum Auswählen. Optionen, das ist halt jetzt nur für die ganzen Einstellungen. Außer bei Video, wo es nur den Wettereffekt gibt. Ich weiß nicht, ob man mehr Einstellungen bei der PS4 und Xbox-Variante hat, weiß ich nicht. Aber bei der PC-Variante weiß ich auf jeden Fall, dass man noch verschiedene Einstellungen hat und so. Also mehr als nur das eine. Sonst ist alles normal. Machen wir mal ein bisschen lauter hier auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall drin. So, passt. Extras. Mit Extras können wir auf jeden Fall noch Replays anschauen, die wir nach der Runde halt gespeichert haben. Wenn wir dies möchten, Code einlösen, keine Ahnung. Steht überhaupt da. Löse im Austausch für ein Item im Spiel einen gültigen Code ein. Okay, Herr Mitwirkender, ja, Credits halt. Und ja, das ist irgendwas. Optionen habe ich gerade eben erklärt. Noch ein paar Einstellungen. Karriere. Keine Ahnung, für was das ist. Liga-Rangliste, Rangliste und Statistik, okay. Training, ja, so ein paar Tutorial-Kram-Zeugs. Garage, da wird schon etwas interessanter. Und zwar, wenn wir unter Auto anpassen gehen, haben wir natürlich eine Menge Auswahl an Autos. Und sogar können wir schon mit dem Mario NSR Auto fahren. Beziehungsweise auch gibt es auch halt in der Luigi-Variante, wenn man in demjenigen Team ist, also Team Blau ist halt
das Mario-Auto und halt beim orangen Team halt das Luigi-Design. Gut. Ja, das sind schon ein paar, die ich mir schon gegönnt habe von den DLC. Bisschen mehr, als ich auf dem PC habe. Das war, glaube ich, nur der Vulkan und eigentlich noch von Back to the Future. Mehr nicht, aber ich habe mir noch ein bisschen mehr gegönnt. Vor allem, das sieht richtig, richtig nice aus. Ist voll ungewohnt eigentlich. Aber okay, ist auf jeden Fall nice. Aber wie gesagt, wir schalten noch mit der Zeit noch ein paar Autos frei. Wir können auf jeden Fall noch ein bisschen hier ein paar Aufkleber einfach nur designen, einfach nur so da drauf klatschen. Wir können die Farbe auf jeden Fall ändern. Gibt irgendwie mehr als auf der PC-Version. Also wie gesagt, ich habe nur die PC-Version. Ich weiß nicht, wie es bei PS4 und Xbox so aussieht. Aber sonst irgendwie hat ein bisschen mehr zur Verfügung. Man hat irgendwie nur 5, aber hier hat man irgendwie 10. Okay. Finde ich auf jeden Fall cool. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, und hier haben wir halt noch ein paar Reifen noch zu fliegen. Auch von den DLC-Wagen. Und halt hier noch, weil das also aussieht wie Rauch oder so, nehme ich immer was irgendwie besser passt. Okay, Nitro zum Beispiel. Oder, na, das geht noch. Und sieht einfach nur aus so wie Rauch. Deswegen, was so besser passt. Und das ist auch schon am Anfang zur Verfügung, auch wunderbar. Und halt noch Antennen, naja, benutze ich selten irgendwie. Naja. Da gibt es nur das eine. Und dann haben wir noch verschiedene Motorsounds von den jeweiligen Autos auf jeden Fall. Und dann noch zur Explosion, die wir halt auch noch freischalten können. Und kommt auch von den DLC-Pack auch so an. Zum Beispiel für das Batmobil gibt es auch eine extra Torexplosion. So, da haben wir soweit eigentlich sogar alles durch. Neues Preset kreieren. Ja, das kommt immer noch drauf an oder so. Man kann halt hier eins halt auswählen und dann. Man hat halt verschiedene Plätze halt quasi frei. Wahrscheinlich nur zwei. Aber damit man nicht unbedingt immer wieder ein neues Auto immer wieder ändern muss, beziehungsweise anderes Auto, andere Reifen etc. und so, ihr kennt das ja schon, also viele oder halt die Mehrheit kennt sowieso Rocket League, aber so viel erklären muss man eigentlich gar nicht, okay, außer die, die wirklich nie im Leben Rocket League gespielt haben, dann ja, Inventar verwalten, das ist ja einfach, keine Ahnung, okay, Banner wählen. Ah, okay, das habe ich jetzt auch gerade überhaupt nicht so richtig gecheckt. Lol, das habe ich bei der PC-Version noch gar nicht versucht. Na, ich belasse es bei dem schönen Blau, das ist cool. Was ist dafür? So, na, lassen wir das einfach so. Ja, dann habe ich eigentlich so viel alles erklärt, dann können wir. Naja, bye-bye. Ah ne, ich bin ja sowieso Level 1, also habe ich auch nichts groß irgendwas freigeschaltet. Aber außer, dass ich... Nehme ich einen anderen Wagen dafür? Ach komm, machen wir es extra so. Zack mal hier mit dem Mario Car, beziehungsweise Luigi Car. Kommt auf die Teamaufteilung dann drauf an, in welchem Team wir dann sind. Na, wie halt hier, Team Blau hat halt Luigi Design und Team Orange halt, hat halt das Mario Design. So, aber extra für das angezockt, benutzen wir mal dieses Auto. Ja, das muss ich jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt selbst mit erklären, das versteht sich von selbst. Für alle, die das Game halt kennen, das ist halt klar. Dann gehen wir direkt auf Online. Und dann gibt es halt hier nochmal zwanglos verschiedene Modi, 3 gegen 3, 2 gegen 2, 101, 4 gegen 4 und dann noch hier verschiedene Modi. Was aber Rocket Labs ist und Dropshot, keine Ahnung, kenne ich selbst nicht. Rumble war glaube mit Items oder so, ich weiß gerade nicht, auf jeden Fall mit irgendwelchen Boxhandschuhen. Schneefrei, ja wie Eishockey, also mit so einem Putt anstatt mit so einem Ball.
Körper, Basketball halt und das, keine Ahnung. Probiere die neuen experimentellen Arenen aus. Okay. Zerbrich den Boden, zerbrich ihre Herzen. Und wie gesagt, keine Ahnung, was Rocket Labs und Dropshot ist. Keine Ahnung. Aber machen wir Standard und Competitive. Ja, ist halt so für Rang und so. Man muss halt trotzdem 12 Siege machen, um dann halt einen Rang zu bekommen. Beziehungsweise kommt man halt ein paar EP oder wie auch immer. Und dann Bronze 1, 2, 3, Silber 1, 2, 3, wie auch immer. Aber mal schauen, vielleicht werde ich hier auf der Switch etwas mehr aktiver als auf dem PC. Habe ich selten gezockt, obwohl ich es sehr geil finde. Da bin ich gerade mal Level 12 oder 14, also Semi-Profi. Mal schauen, ob wir hier auch so weit kommen. Vielleicht sogar mehr. Aber ja gut, ich habe genug gelabert, mache aber normal Standard 3. Was? Playlist auswählen? Achso, nee, habe ich jetzt wieder ausgemacht. Ja, Spiel suchen, würde ich mal sagen. Und ja, manchmal kann es ein bisschen länger dauern, manchmal nur ganz kurz, aber so wie es ja oben rechts in der Ecke sieht, ging es ganz schnell. Muss ich noch nicht mal cutten, also von meiner Seite aus habe ich auf jeden Fall Glück. Und ja, lassen wir mal das erste Match mal so beginnen. Wir sind voll. Aber wir haben ja etwas die Steuerung raus. Also wie gesagt, ich bin ein richtiger Rocket League Noob, aber ich versuche mein Bestes. Sagen wir es mal so. Ne, warte mal. War das jetzt eine richtige Richtung gewesen? Ich weiß gerade nicht. Ey, verdammt. Irgendwie kriege ich gerade nicht so was gebacken. Kann das sein? Ich glaube mir nicht mein Boost. Nice. Nein. Oh, ich brauch Boost, verdammt. Nein. Weg mit euch. So, können wir kurz mal die Ballcam mal mit aktivieren. Ja, jetzt war es richtig dämlich. Und? Nee, noch nicht. Schade. Ah, hätte klappen können. Hätte klappen. Ah, scheiße. Hallo, verpiss dich. LOL. Ja, geil. Und da geht er locker flockig rein. Wunderbar fürs Erste. Scheiße. Hätte klappen können. Warte mal. Ich brauche wieder Boost. Ich kann nicht viel anfangen. Ja. Mein Team regelt das schon. Ja, geil. Ja, richtig mega nice. Nein! Ich bin ernsthaft drüber geflogen, wie wie dämlich. Aber sofort kommt das 3 zu 0. Ja, wie geil. Ich hab erstmal richtig gefailt, ey. Oh Gott. Oh Gott. Aber ja. War cool. Alter, krieg ich's mal gebacken, irgendwie mal den Ball zu treffen? Nee, aber nicht schon wieder, oder? Nee. Noch nicht mal Pfosten getroffen. Aber trotzdem, wenn das jetzt so Lack gewesen wäre, ne? Verdammt. Ich bin irgendwie gerade so ein bisschen zu doof, habe ich so das Gefühl. Oh, ja, ja, ja. Nein, geht auf, verpisst euch. Hat man sogar vom eigenen Teammate sogar in die Fresse geschlagen. Piss dich. Ich brauch Boost. Wo ist der Ball? Hier. Auf zum Ball. Boah! Ja, geil. Aber leider nicht so gut. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Finger weg. Ach, was mache ich denn? Bin ich behindert?
Alter, Alter, ist ja gut. Ja, mach gut, mehr oder weniger, scheiße. Kann ich auch mal überhaupt mal den Ball treffen oder so? Oder bin ich gerade irgendwie zu dumm dazu? Ah, cool, Mega Boost. Ah, nee, das Timing war scheiße. Das Timing war scheiße. Nein! Ach, du soll. Ach, bist du behindert? Nein, nein, nein. Sehr gut. Verdammt. Ja, vielleicht. Oh, shit. Oh, das wäre jetzt eine gute Kombo gewesen, beziehungsweise eine perfekte Vorlage. Nein, schon wieder. Ja, nein. Nein. Halt, verpiss dich, Alter. Was willst du von mir, Alter? Small oder was? Alter. Oh, das wäre so ein nice Tor vorhin gerade gewesen bei mir. Oh, das war so dämlich. Aber egal, 4-4-0, ja nice, ne? Kann ja nicht besser gehen, ne? Ja, jetzt habe ich endlich mal getroffen, ne? Wird ja mal Zeit. Leute. Oh, fuck, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ein bisschen Boost gönnen. Na okay, ist schon geklärt. Ist schon geklärt. Ja, nice. Da habe ich keinen Boost. Finger weg. Danke fürs Schubsen. Das war sogar sehr gut, dass ich noch den Boost bekommen habe. Nein! Verdammt. Cool. Jetzt habe ich dafür fast keinen Boost mehr. Scheiße. Okay, haben wir auf jeden Fall safe gewonnen. Das ist schon mal klar. Hallo! Was soll der Kack? Oh nein! Nein! Wäre der Ball noch in der Luft gewesen, das wäre so eine perfekte Vorlage, ne? Alter, schubst mich nicht die ganze Zeit weg, Alter. Ja, geil. Der war geil. Irgendwie. Hat einfach selber reingemacht, ne? Ohne zu zögern. Naja, ich habe versucht wenigstens mein Bestes zu geben und das passt schon so. Naja, gut, auf jeden Fall, yeah, und sie gehört auf jeden Fall uns. Antenne, okay, so ein Hippie-Zeichen oder so ein Peace-Zeichen oder wie man das auch nennt. Ja, geil. Wunderbar. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall zurück ins Hauptmenü. War auf jeden Fall richtig geil. So eine Art Let's Play mache ich wahrscheinlich nicht, aber erstmal für das angezockt müsste es erstmal reichen. Vielleicht wird es ab und zu nur so ein paar Videos geben, wo ich ein bisschen Rocket League zocke. Auch vielleicht auch mal ein paar Livestreams. Mal schauen. Und ja, wenn euch dieses angezockt zu Rocket League auf der Nintendo Switch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und die Glocke abonnieren natürlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Okay.